Ja, wir standen sehr gut, standen auch hoch, ja, und haben einfach gesagt, dass wir die von der ersten Sekunde anfacken wollen. Das haben wir teilweise richtig gut hinbekommen. Ja, hat man auch gesehen, dass der HSV dann auch Schwierigkeiten hat, da hinten rauszukommen, wenn wir unser Pressing aufspielen. Ich glaube einfach, dass wir ja vor allen Dingen die erste Halbzeit richtig gut unterwegs waren. Du hast es angedeutet, die kommenden Spiele, gleich nächsten Samstag dann ein wichtiges Heimspiel gegen Holstein Kiel. Was nehmt ihr da mit jetzt in die neue Woche und wie geht ihr diese an mit dem Blick auf dieses Spiel? Ja, wir wollen auf jeden Fall ja, zu Hause vor unseren Fans wollen wir 3 Punkte holen. Das wäre enorm wichtig für uns in der jetzigen Situation. Ja, und ich glaube, wenn wir einfach mit dieser Haltung, mit dieser Energie, was wir da, ja, wie wir in Hamburg aufgetreten sind, ja, wenn wir das in die Trainingswoche auch reinlegen können und dann ja, am Samstag zu Hause, ja, in unserem Stadion, ich glaube, wie gesagt, da bin ich guter Dinge, dass wir da punkten werden.